In dieser Kiste befindet sich Österreichs derzeit wohl bekannteste Schlange. 4 Tage lang hatte man in Graz nach Kaiserboa Amanda gesucht, ehe man sie in der Wohnung des Besitzers hinter einem Kasten fand. Von dem viel zu kleinen Terrarium dort brachte sie Finder Werner Stangl nun nach Salzburg ins Haus der Natur, wo sie mit derselben Aufmerksamkeit empfangen wurde wie ein Festspielstar. Ich habe das neue Zuhause schon gekannt, vorher schon, der Herr Brehm, also ist ein Freund von mir und deswegen war für mich auch die erste Adresse das Haus der Natur in Salzburg, wo sie Amanda dann hinkommt. Ich kenne natürlich die Häuser auch in Österreich, die anderen, haben auch schöne Ausstellungen, aber die von Herrn Brehm gefällt mir persönlich am besten. Amanda ist ein richtiges Prachtexemplar einer Boa Constrictor Imperator, einer Kaiserboa. Mit 2,80 Meter Länge und 18,8 Kilo ist die Würgeschlange allerdings noch nicht ausgewachsen. Schlangen wachsen ja ein Leben lang und wie Sie vielleicht jetzt da gesehen haben, die Schlange ist jetzt in Häutung, das heißt, das hängt mit dem Wachstum zusammen und die Schlange ist 10 Jahre alt, das heißt, sie hat noch ein langes Leben vor sich, sie werden ungefähr 28 bis 30 Jahre alt. Jetzt muss sich Amanda erst einmal an ihr neues Zuhause gewöhnen und an die vielen Besucher, die sich gleich nach der Öffnung des Reptilienzoos vor das Terrarium drängten. Dann wird man die Trennwand zum Nachbargehege öffnen, wo bereits 2 männliche Kaiserboas untergebracht sind. Mit etwas Glück gibt es im nächsten Jahr Nachwuchs.